Und die ist fast ohnmächtig geworden. Ich persönlich hätte auf jeden Fall Lust auf ein Featuring mit allen von denen. Wir sind die Schlagerkids. Benedikta, Lena, Phil und Miguel sind die Schlagerkids. Wer das junge Schlagerquartett noch nicht kannte, darf sich jetzt spätestens einen ersten Eindruck machen. Die Kids singen bekannte Schlagerhits auf ihre ganz eigene Art und starten voll durch. Aber schon interessant, dass sie in ihren jungen Jahren keine andere Musik hören, oder? Also ich höre fast alles, mehr Schlager und Pop. Eigentlich alles. Alles außer Deutschrap. Deutschrap höre ich auch. Also Rap generell gar nicht. Also ich höre halt Pop und da ist dann manchmal irgendwie eine Rap-Stelle oder so, aber es kennen. Deutschrap oder sowas. Genau weiß ich nicht mehr, aber mein Papa hat bestimmt im Auto Schlager oder so angemacht. Da habe ich gefragt, oh Papa, was ist das? Und dann hat er gesagt, das ist Schlager. Und dann habe ich gesagt, ja, das gefällt mir. Es war so ein Tag, da war mir so langweilig, dass ich zu meiner Schwester gegangen bin und habe zu ihr gesagt, hey Melli, hast du irgendwas irgendwie gegen Langeweile? Und sie hat dann auf YouTube in den YouTube-Trends geschaut und da war eben Helene Fischer mit Atemlos auf Platz 1. Da war ich übrigens 4 Jahre alt. Also das ist der einzige Moment, wo ich aus dem Alter noch weiß, was da so passiert ist. Und dein Geburtstag. Und dann war eben Atemlos. Am selben Tag konnte ich noch das Lied auswendig und danach das ganze Album. Und dann kamen alle anderen Künstler auch noch dazu. Passend dazu haben die Schlagerkids auch schon Helene Fischers Phänomen gecovert. Für Kinder und Jugendliche sind meist auch andere Musikrichtungen wie Hip-Hop, Rap oder Rock sehr beliebt. Die Schlagerkids sehen aber im Schlager etwas Besonderes. Also ich glaube, ein Schlager, das verbreitet als erstmal richtig gute Laune immer. Und es ist deutsch. Und das versteht man gut, weil meistens bei englischen Liedern oder so, dann manche verstehen es, aber manche verstehen es auch nicht. So im Deutschrap zum Beispiel geht es ja viel um Hass und Drogenkonsum viele und so weiter. Schimpfwörter auch. Und das ist was ich gar nicht mag. Und deswegen fühle ich mich im Schlager einfach wohl. Man versteht die Texte, man weiß, worüber gesungen wird und man kann einfach immer mitschunkeln. Aber wie sieht es denn konkret auf dem Schulhof aus, wenn man mal mitschunkeln will? Der Rest der Schule ist wirklich so auf Deutschrap fokussiert. Ja, bei mir auch. Und das finde ich ganz toll, dass mein Deutschlehrer gesagt hat, wehe, dass im Unterricht ein Digger oder Alter oder sonst was durch die Lüfte kommt, weil dann gibt es Strafarbeiten. Und das finde ich toll. Die Schlagerkids haben schon mit einigen Künstlern zusammengearbeitet. Für wen würden sie sich aber wohl entscheiden, wenn sie die Chance hätten, mit Lena oder Helene Fischer einen Song gemeinsam singen zu können? Helene Fischer. Aber auch sehr gerne Lena. Ja, Lena. Und Nico Santos. Und also alle, die wir kennen, sind eigentlich super. Ich persönlich hätte auf jeden Fall Lust auf ein Featuring mit allen von denen. Na, dann drücken wir doch mal die Daumen. Live-Momente und Momente mit den Fans gehören zu den Songs und Auftritten natürlich auch dazu. Die Schlagerkids lernten sich alle bei The Voice Kids kennen. Seitdem gab es doch bestimmt schon den ein oder anderen witzigen Fan-Moment. Also ich hatte mal einen Moment, da manchmal gucke ich bei Fans und so in Livestreams rein. Und dann bin ich in einen reingegangen mit meinem offiziellen Account und dann ging ich so, ah, Fan! Und die ist fast ohnmächtig geworden. Dann bin ich ganz schnell wieder rausgegangen. Ich hab mich so erschrocken. Oh, die Arme, die freut sich so, du gehst raus. Ja, was sollte ich denn machen? Ich war völlig überfordert mit der Situation. Hoffen wir mal, dass Phil daraus gelernt hat und die Schlagerkids demnächst wieder ihre Fans live und in Person begrüßen können. Welche neue Interpretation von den Schlagerkids gefällt euch denn am besten? Schreibt's gerne in die Kommentare. Das war's von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, denn da sind wir immer wieder aktiv. Ciao. Tschüss. Man sieht die Welt voller Worte.